Jo, ja, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Mal der Let's Play von Omni 2, den Omnibus Vater. Ja, vorgestern oder so, ja doch, ist in Adventskalender die Map Gerostein erschienen. Habe ich mir gedacht, mache ich da auch mal ein kleines Video dazu. Wie wir sehen, wir fahren im Busbetriebssimulator darüber. Genau, fahren wir den immer in NG263. Der immer in Stadtbusfamilie. Sehr geiles Fahrzeug auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, die Map läuft echt super. Sieht echt super aus. Gut, jetzt haben wir nicht so ein schönes Wetter, aber die Map ist top. Also wegen der Linienschilder müsste ich vielleicht nochmal gucken mit der B-Linie, wie das jetzt hier funktionieren soll. Ich habe es über das Menü gemacht. Ja, Fahrzeug beträgt ca. 20 Minuten. Ich bin jetzt eben schon mal losgefahren. Genau, das ist die Linien auf jeden Fall echt top. Jetzt fahren wir irgendwie den Stadtverkehr. Sehr interessant. Gefällt mir sehr gut. Genau. Außenschwecktür. Außenschiebetür meine ich natürlich. Ne? So einmal anmäßig. Das macht dann 1,50 bitte. Danke. Na, kleiner ist es wahrscheinlich nicht, ne? So 2. 3, 4, 5. So, bitteschön, danke. Guten Tag. Einmal nochmal. Oh, bitteschön, danke. So. Eigentlich Vorfahrt. Lass man ja auch einfach mal durch. Genau. Ich werde noch ein bisschen später fliegen. Ja, die Map ist vom Erzbusfahrer. Meine Kipper das Web des Erzi. Ja, wie gesagt, der Fahrplan, der ist echt top. Also, klar, jetzt haben wir eine Minute drei Verspätung. Naja, ah, hier siehst du, da war ich gestern schon gewesen. Auch sehr cool hier eigentlich. Ja, gestern habe ich das Video, das Trails of World Video gemacht von dem RD87. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ja. Genau. Zack. So, zack. Ja, wir haben auch einiges an Linien hier zu bieten. Überland, Stadtverkehr, Shuttleverkehr, Schule ist glaube ich auch tatsächlich. Da haben wir auch ein paar Betriebshöfe. Genau. Ja, doch, ich muss mich glaube ich erst von der Map überzeugen. Ja, am Anfang dachte ich mir, weiß ich nicht so ganz, aber ja, doch, sie gefällt mir schon sehr, sehr gut. Muss man sagen. Wollen Sie denn? Können Sie sich hinsetzen? Jetzt, alles klar.
kommen die denn auf einmal her? Gehen das scheiß Rollo jetzt wieder hoch? Was ist denn das für ein Blödsinn? Hä? Wie sollen das hier hochgehen? Ach hier. Jetzt, alles klar. Oh, es fällt zu sehr schon laut die Bude. Ja, auch zu Map werden echt schöne Repads dazu geliefert für ein mögliche Fahrzeuge. Eigentlich, das finde ich auch sehr, sehr cool. Die sehen auch echt super aus. Kann man nichts gegen zu sagen. Also auf dem Bus auch dieses Petra Schattenschneider Repaint drauf. Hat ein bisschen was von diesem Hannover Bus. Ja, das soll es auch schon sein. Dieses alte Repaint, sag ich mal. Genau. Und wir haben einen Haufen Kreisverkehr. Finde ich auch sehr cool. Genau. Dritte Ausfahrt. Zweite ist unsere. Ja, leider musste ich, wie gesagt, feststellen, dass man hier nicht mit Kollision fahren kann, weil ich bin gestern voll in eine unsichtbare Wand reingefahren. Ja. Naja. Muss man halt im BBS, sag ich mal, auf die 30% verzichten. Oder es kommt da irgendwie noch ein Patch oder keine Ahnung. Genau. Guten Tag. Guten Tag. Ja, will einmal normal. 270. Ne, 230 bitte. Wo ist denn das jetzt hier? Hier. So. Was haben wir jetzt hier? 50, 3, 4, 5 und 10 bitte, danke. So. Mal die Heizung mal aus hier. Haben es hier 15 Grad im Bus. An der Brücke. Ja, auch falls ihr Bock habt, mit bei uns in den Busbetriebsrat mit reinzukommen, könnt ihr auch gerne mit beitreten. Da müsst ihr einfach nochmal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr mit rein wollt. Einen Tag. Ah, Leute. Jetzt will sie nochmal. Nee, oh, was ist denn das hier? Jetzt. Einen Tag. 2:30. Schön, danke. Guten Tag. Jo. Ja, performancemäßig ist die Karte echt top. Ich war ja zweistellig, glaube ich, habe ich so ein bisschen Probleme, aber das regelt sich, sage ich mal, auch dann. Genau. Oh, Titaro. Grüß dich. Ja, die fahren hier bitte in der Innenstadt, sage ich mal, oder wo viel verbaut ist. Und wie man sieht, das läuft halt immer noch ruckelfrei.
Also das ist doch eigentlich top, sage ich mal. So soll es auch sein. Genau. Mal gucken, ob wir auch noch in den engen Bereich von der Stadt lang fahren. Ich glaube ja. Das ist auch sehr cool auf jeden Fall. Guten Tag. Guten Tag. Morgen. 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 Ah, Bus ist voll besetzt bald. Ist auf jeden Fall gut ausgelastet. Manfred, ich grüße dich. Moin meiner. Ja, natürlich fahren wir uns jetzt in einer blöden Jahreszeit. Ich sag mal so, im Sommer würde das alles richtig schick aussehen hier. Alles sieht doch so gut aus. Aber wäre alles schön hier grün und haben wir nicht gesehen und ja. Aber wegen Blitzern müssen wir mal gucken. Genau, jetzt fahren wir durch diese Innenstadt. Das ist auch sehr cool. Geht oder auch nicht? Dachte ich, das wäre es das gewesen. Dann ist das. Ach, vielleicht kommt das ja noch. Ja. Ja, auch schon so eine Verkehrsinsel da vorne. Also ich heiße 30, alles klar. Ah ja, ist eine Haltestelle. Bahnunterführung. Guten Tag. Einmal eine Tageskarte. Ui, was ist denn jetzt los? 5,40 Euro bitte, danke. So, so, so und so. Ja, ist der Morgenverkehr, da ist noch ein bisschen mehr los hier, deswegen. Steigen nämlich ein paar mehr Leute ein, weil die alle zur Arbeit müssen. Genau. Machen wir hier ein Stellwerk oder soll das darstellen? So, mal schauen, zweite Ausfahrt. Ja, übertreibt doch nicht hier. Auf Bordstein, mein Gott. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt gerade die Performance nicht ganz so geil, aber ja, jetzt geht's wieder langsam. Kann sein, dass man das in YouTube gar nicht merkt, weil es auf 60 FPS regelt. Ja, es hängt. Es hängt. Ja, hier rechts die Grüße Spandau. Herrlich. Mann. Ja, was jetzt schade ist, dass es keinen Nachtverkehr gibt, sage ich mal so, weil ist ja für BBS blöd, weil kann man hier nicht nachts fahren. Ich meine, man kann bis spät nachts fahren, das geht, aber irgendwie dann gibt es keine Nachtlinie leider. Vielleicht kommt ja dann nochmal Linienpack, das wäre ganz cool. Genau. Stettiner Straße. Absenken geht nicht, oder was? Ah, keine Ahnung. So, und Tag. Das war die eine Tageskarte. 65 bitte. 20 zurück, danke. Ach, Quatsch. Was hat er jetzt gegeben? Thank you.
Ja, ich muss mich erst ein bisschen dran gewöhnen, mit Omni Navigation zu fahren. Miss Reboot. Weil sie ist ja halt durch diese Pfeile halt die Haltestelle nicht mehr und sofort. Aber mit Navigation ist es doch ein bisschen spannender, sage ich mal. Genau. Irgendwo ist eine Hucke gekommen, aber. Warum meinten die gerade eben das damit? Naja. So, jetzt geht hier ein bisschen die Steigerung hoch. 10%. Höher. Guten Tag. Schön, danke. Guten Tag. Einmal normal. Tageskarte. Ah, Tageskarte ist anscheinend sehr beliebt, grüß. Oh, wir fahren rechts rum. Oh, das war der Bordstein. Können wir schnell mal ein bisschen mehr KI-Verkehr einstellen, das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Ja, auch jetzt ist das so herrlich, weil eine Karre nachlädt, dann das ganz kurz, das kriegt man eigentlich gar nicht mit. So ist doch cool. Hey, da performancemäßig sieht die Map echt super. Und Dach. Ja, aber ich sag mal so, ich werde halt. Das hier Ersatzhaltestelle oder was? Ne, ist klar. Info vorab, ich werde wohl auch nur noch in Omni oder TSV auch nur noch was zeigen, wenn es was Neues gibt. Wie jetzt hier diese Map. Bis nach links. Wie gesagt, heute machen wir das kleine Omni Special, sage ich mal. Das 10-jährige Jubiläum. Genau. Schau mal. Oh, sehr interessante Kurvenkombination hier, links, rechts, links, rechts.
Ah, hier war ich schon mal gewesen. Auch sehr cool, dass auch nochmal so eine Spur ist, sag ich mal. Genau. Guten Tag. Soll ich mir mal Gas geben, ein bisschen kann ich viel mehr Verspätung, ey. Fahr ich so langsam oder was? Wir müssen ja wie gesagt aufpassen auf Blitzer hier, weil hier kenne ich mal nicht ganz so aus, wo die stehen. Also einen habe ich schon mal gesehen, es gibt definitiv hier welche. Tag. Einmal 1,90 für ein Kind, ne? Naja, was willst denn du, hä? Ja, bitte. 2, 3, 4, 5. 10, bitte, danke. Ja, sehe ich so, dass da oben gerade eine Haltestelle war. Auch sowas hasse ich ja wie die Pest eigentlich, ne? Satan hat sich gespawnt, Junge. Ich werde nicht mehr aus dem Nichts. Ach, das war's schon hier. So, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wie gesagt, mein Eindruck zur Karte ist sehr, sehr gut. Was zum Teufel? Ist klar. Mein Eindruck zur Karte ist sehr gut. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Oh, meine.